Willkommen zurück zu Let's Play Balance Part 6 und wir sind in Level 8 stehen geblieben, schnell runter und wir starten das Ganze. Und ja, jetzt steigt auch schon langsam der Anspruch, denn wir sind inzwischen schon in Level 8, das Spiel hat nur 12 Level plus ein extra Level, ja, hat noch das 13. Level, das gibt es als Download noch und das wollen wir natürlich zumindest versuchen noch zu spielen, aber... Ich glaube, also was da stand, das ist so unglaublich schwer. Da muss man so ein richtiger Ultimate Pro sein, damit man das hinbekommt. Sagen wir mal hier längs. Und wie ihr mich am Anfang schon gehört habt, habe ich Let's Play Balance gesagt. Genau, und ich habe in den vorherigen Parts ja auch ganz am Anfang Atari und dann Balance. Und natürlich heißt der Scheiß nicht Balance, das ist doch ganz logisch. Balance im Deutschen wird mit einem L geschrieben und ich weiß gar nicht, was ich da für ein Bullshit gelabert habe. Das heißt Balance. Auch wegen Ball vielleicht drinne mit Doppel-L. Und da war ich echt ein bisschen doof und habe Balance gesagt, aber das wird mit einem L im Deutschen geschrieben und das heißt Balance das Spiel, denke ich. Und das ist natürlich blöd, dann habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt, aber ihr wisst jetzt Bescheid. Und ich versuche mir das natürlich auch dann demnächst zu sagen. Also Balance versuchen zu sagen und damit das nicht mehr so scheiße klingt. Es heißt Balance. Ich habe mir nur Balance so angewöhnt. Irgendwie habe ich das früher auch immer gesagt, weil ich habe das Spiel schon etwas länger. Und immer nur hieß es immer nur Balance, Balance auch bei Freunden. Balance, hast Balance und nicht Balance. So, aber dafür versuchen wir das jetzt demnächst besser zu machen und wirklich Balance zu sagen. Denn ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das Ganze... Denn Balance heißt ja, ich habe auch dann noch ein Video gesehen halt, wo der Typ gesagt hat, herzlich willkommen zu Balance und das sagt natürlich, jo, das ist richtig, dass es Balance genannt wird. Und dann nennen wir das jetzt auch Balance und das musste ich natürlich nochmal erwähnen. Ich habe es ja auch, wie gerade eben schon gesagt, habe ich es ganz am Anfang gesagt, Atari Balance. Und das ist natürlich auch ein blöder Spielbeginn, wenn man gleich mal hier mit ankommt und gleich erstmal Bullshit labert. Das ist natürlich auch blöd. Also jetzt müsste ich ja mit dem genau die Kisten, die man gerade gesehen hat, wegschieben, genau. Die man gerade gesehen hat. Nein, ich habe das Level schon kurz angespielt. Das mache ich manchmal, damit ich weiß, was mich erwartet und ich nicht 10.000 Mal abschmier schon direkt am Anfang. So, und jetzt muss ich zu dem weißen Papierball und ich... Also das ist echt schon jetzt schwer, finde ich, und... Ja, wir versuchen jetzt unser Bestes in Balance. Nein, genau, gut aufgepasst. In Balance natürlich. Balance klingt auch, finde ich, viel cooler und ich... Ja, schade, dass ich das noch nicht vorher wusste. Hätte ich mich bloß mal vorher noch so in den intensiven Stil schlau gemacht, dann wäre das natürlich auch etwas schlau. Und da kommen jetzt irgendwelche Säcke. Also bis hierhin habe ich noch gar nicht... Hatte ich jetzt gespielt, also bis zum Checkpoint gerade eben. Und jetzt kommen irgendwelche Säcke. Schnell vorbei. Ach du Scheiße, aber das war knapp. So. Drehen wir die Sicht, damit wir auch wissen, wo sollen wir runter, weil man kann das mit der Sicht immer nicht so ganz einschätzen. Und deswegen wollen wir, um diese Fehler wirklich nicht mehr zu machen, natürlich auch mal... lassen, oder? Also die Fehler nicht, damit die nicht mehr passieren, wollen wir die Sicht drehen. So, dann machen wir jetzt mal das, was hier eigentlich nur so richtig Sinn macht, obwohl, mein Gott, das ist echt schon jetzt alles auf engem Raum. Hui. Langsam und weiter geht's. Hui, noch nicht ein Leben verloren, das finde ich gar nicht so schlecht, weil das Level finde ich jetzt schon echt, echt richtig schwer. So. Ach du Kacke. Also als kleines Kind hatte ich das ja auch schon und ey, da habe ich nie so weit gespielt, weil ich glaube, ich kam noch nicht mal so weit. So, das ist, muss ich jetzt hier nur die ganze Zeit zwei Pfeiltasten gedrückt halten, dann macht Dong, Rest macht er von alleine. Ich weiß gar nicht mal, was dieser Gong genau soll. Das frage ich mich immer. So, drehen wir mal die Sicht wieder hier einmal richtig. Und wir wechseln zum Stoffpapier.
Hui. Und das sind natürlich wieder Spiele, wo man reden kann ohne Ende, weil ja die Konzentration so gut wie gar nicht gebraucht wird. Das wäre Ironie. Also, das ist natürlich, ich suche mir jetzt Spiele aus manchmal, kann man eigentlich kein Wort reden, so konzentriert muss man sein. Siehe auch Granny Smith. Und, aber das ist egal. Wenn man hier zu schnell ist, fliegt man da auch mal gerne raus. Also, das sind alles nette. OMG, OMG. Und da ist mein erstes Leben leider weg. Leider Gottes. Da hätte ich vielleicht von der Seite gucken können. Die Sicht wechseln. Da wären wir wieder beim Thema, dass das doch dann oft einfacher ist. Ja, da waren die ersten Level auch einfacher, dass man so hier so nette Leitplanken hatte, wo man dann einfach da voll gegenfahren kann. Das ist dann natürlich auch doch etwas einfacher. Aber das Level schaffen wir. Da bin ich zuversichtlich, das schaffen wir, diesen Part. Ich hatte bisher einen Part schon, da habe ich nicht ein Level geschafft. Und aber es gehört natürlich auch dazu, das ist ja egal. Es kommt ja nicht immer nur darauf an, auf Spielfortschritt, sondern es kommt ja auch darauf an, was ich rede und so weiter. So, ja, jetzt können wir auch. Oh, achso. Oh, die Atome waren ja gar nicht mehr da, wenn man die einmal einsammelt. Ah! Uah. Alter, ist das schwer, ey. Shit, Mann! Das ist mir echt schwer schon, ey. Puh, tief durchatmen. Also, ja, also mehr darf ich jetzt nicht verlieren an dieser einen Stelle, weil das ist denn schon blöd, ne? Weil ich bin ja noch relativ, ich sag mal relativ am Anfang vom Level. Natürlich gibt es auch diese Vollidioten, die das fehlerfrei durchspielen. Aber wenn ich irgendwann nicht mehr weiterkomme, dann sage ich einfach mal an dieser Stelle, beenden wir das Let's Play mal. Finde ich dann okay. Na komm. So. Hui. So, lässig geschafft. Und jetzt geht's wieder. Aber ich kann ja ganz langsam runterrollen. Das ist eine Papierkugel. Ich stell dir mal vor, da müsste ich mit hier Holz oder so längs. Also, ja gut, wenn man nicht so langsam da runterrollen kann. Das ist ja ganz easy peasy. So, weiter geht's. Hui, wo soll ich längs? Ja, das ist ja wohl nicht der Weg. Machen wir mal hier. Mal da so längs. Hat er eigentlich genug Kraft, um das Ding umzuhauen? Nee, ne? Nope, nicht mal annähernd. Oh, mir geht, also mein Herz pumpt so ein bisschen. Und das ist ja alles ohne Planke hier. Oh, da passiert ein dummer Fehler und das ist alles sie. Alles ist umsonst. Na, zwei Leben habe ich noch. Also zweimal darf ich noch abschmieren, das ist vertretbar, aber dann. Aber nicht drüber nachdenken einfach. Hui, mir geht schon ganz schön die Flatter. So. Das haut ja alles hier nicht hin. Ich brauche einen Holzball. Ah, ich habe schon eine Idee. Da unten war ja der Holzball. Da muss ich von oben da irgendwie raufspringen oder sowas bestimmt. So. Oder einfach dann runterspringen. Ach so, ja. Ah, ich hab schon. Ich weiß schon. Also jetzt und dann muss ich mich da halt runterfallen lassen. Wohl oder übel, aber ich hab's geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt noch mit einer Holzkugel hier längs. Das ist ja Selbstmord. Puh, das Ding fiel. Ach du Scheiße, ey. Hui, Alter, meine Hände zittern ohne Flachs. Also das ist echt, das darf man hier alles echt nicht unterschätzen.
So, und Nummer 2. Zack. Fertig. Sehr geil. Und wenn ich das jetzt schaffe, wäre ein. Würde ich um ein. Wenn ein Checkpoint da wäre, wäre ich sehr erfreut. Drücke ich es mal so aus. So. Klasse. Klasse, klasse. Ja. Hui. So. Die Bongos kommen. Und ich sag's nochmal ausdrücklich. Bongos. Ich habe, glaube ich, Kongos gesagt. Ich wollte wieder mit so einer Schriftzug dahin schreiben. Bongos, aber. Ah, ich habe jetzt auch nicht erkundigt. Die heißen doch Bongos, ne? Also diese kleinen Trommeln, auf denen man so rumtrommelt. Also das ist echt. Echt zu schwer für mich. Und dann sage ich erstmal hier Kongos. Ja, Kongo ist ein Land. Dümmer. El Mago. Nein. Das ist nicht so schlimm. Ihr wusstet, glaube ich, was ich meine. Da kam diese Trommel, halt diese Bongo-Schläge und dann habe ich gesagt, oh, da muss ich mit einem Stück Stein durch. Mit einem Stück Stein, ey. Alter. Laberkeinen, ey, denke ich da nur so. Mit einem Stück Stein. Vielleicht mit einer Steinkugel, ja, aber nicht mit einem Stück Stein. Na, klasse. Muss ich hier wieder hochfahren? Ey, stell mal vor, das Abgrund. Passiert bestimmt in den späteren Leveln. Da ist der unter Abgrund. Und dann darf ich nicht mehr so abschmieren, wie es mir jetzt passiert. Och, Mensch. Das war mit der Holzkugel einfacher. Um ehrlich zu sein. So, 2 Leben habe ich noch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und am Anfang waren die Leben ja so im Überfluss. Ey, da hatte ich irgendwie 8 Leben. Mann! Ich bin echt zu blöd dafür, oder? Ich bin wirklich zu blöd dafür, aber das denke ich bei meinen Let's Plays ja auch, wo ich selber zugehöre. Oh, Alter, bist du zu blöd dafür, oder was? Aber das ist manchmal denn doch schwieriger, wenn man... Nein! Scheiße, Mann! Vor allem, ich war da richtig und dann... Ich habe mal wieder auf meine Sounddatei... Also, ich habe ja 2 Bildschirme und auf dem einen habe ich meine Audiodatei laufen. Ey, und da gucke ich manchmal einfach so drauf und dann vernachlässige ich total das Spiel. Das muss ich mir wirklich abgewöhnen, ne? Ach komm, das ist doch viel zu langsam. Das ist doch viel zu langsam alles. Und ich verhau jetzt mein alles hier an dieser einen Stelle. Hauptsache, ich will hier aber keine Leben. Allein schon, dass ich da gar nicht gerade runterkam. Die ist einfach so unglaublich schwer, diese scheiß Kugel. Ich drehe hier gleich durch, ne? Ich drehe hier gleich durch. So, einfach schnurstracks durch jetzt? Nein. Ey, das ist doch nicht zu fassen. Weißt du was? Ich mach das einfach mit der Holzkugel. Das ist nee, das ist zu gefährlich. Oh Gott, ey. Ich drehe hier gleich durch. Warte mal. Eine gute Frage, glaube ich, wäre, ob man das überhaupt schafft mit einer Steinkugel. Schafft man das überhaupt mit einer Steinkugel? Ich glaube, das ist hier eine entscheidende Frage. Ne, schafft man nicht, glaube ich. Also da muss man echt... Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Vor allem, wenn ich ja vom Tempo gehe, das habe ich ja schon einmal gemacht, dann... Nein! Oh! Schade. Das geht doch. Aber braucht man, muss man sehr gut für sein. Oh, ist das öde, ne? Alter, ich versuche hier nichts anderes mehr. Yes! So. Jetzt wird's hammerartig schwer, Leute. Guck mal, das würde ich nicht alles mit einer Holzkugel schaffen. Gut. Ab geht's zurück und jetzt hole ich mir die Papierkugel, die da war. Nein, ich glaub's nicht. Ich könnte mich umbringen. Ich könnte mich gerade selber töten. Und zwar richtig töten. Scheiße, Mann. Ich hoffe bei Gott, dass die
Ich hoffe, dass die weg sind. Nein, die sind alle wieder da, die Kisten. Shit. Shit. Nein. Oh Mann, ich bin so doof, ne? Aber das gehört dazu. Oh Mann, ey. Das kann ja noch ein ganzes Jahr dauern hier. Komm, na komm. Boom. Na komm, na komm, na komm. Fall. So, jetzt schaffe ich das gleich auf dem ersten Versuch bestimmt mit der Steinkugel. So. Steinkugel. Und jetzt bin ich wieder mal wieder gespannt. Oh! Das war gar nicht so schlecht. Ich bin richtig weit geflogen mit dem Ding. Aber leider hat die halt irgendwie nicht diesen Schwung, denn von dieser Schaufel wirklich runterzufallen. Das geht leider dann immer irgendwie nicht. Schade. Da wollte ich einfach mal blind rüberfahren, weil dann vielleicht schaffe ich das. Also so schaffe ich es ja nicht, wie man sieht. Oder vielleicht auf dem 20. Versuch. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber wir sind wieder direkt an der Stelle, ne? Und ich bin wieder am Verzweifeln. Wenn ich selbst wieder schaffen würde, okay, ne? Weil ich gelernt habe. Nein, aber ich bin wieder am Verzweifeln. Oh, toll. Ich muss rausspringen, wenn sie gerade von mir wegfährt. Ne? Dann gibt sie mir ja Schwung. Jetzt. Yes. Ich glaube irgendwie komischerweise, dass ich zu blöd für das Spiel bin. Glaube ich. Ich halte meine Fresse. Die Konzentration muss hochgehalten werden. Das ist mir doch egal. Dass ich da jetzt rüberkomme, das ist mir sowas schnurzpiepen. Ich fahre jetzt hier einfach hoch und dann kann ich jetzt mit der Papierkugel gleich. Ich habe nur noch ein Leben, Leute. Oh, gut. So. Hui, den schweren Part hätte ich geschafft. Jetzt kommt der leichte Part, aber wie ich mich kenne, bin ich selbst dafür oft zu blöd. Oh, extra Leben. Ich habe wieder zwei Leben, Leute. So, Bongos kommen wieder. Ich glaube aber noch nicht, dass das Level Ende ist. Doch, ich glaube schon. Juhu! Yay! Und dennoch abschmieren, ne? Alter, dann gibt man sich doch auch mal gerne die Kugel so mit zwei Leben. Das ist egal, ob ich jetzt Platz 1 in der Highscore bin. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie egal mir das ist. Hui, geschafft. Ja. Dann hätten wir jetzt 2121, ja. 3300, noch nicht mal so weit, so unglaublich weit weg. Ja. Level 8, Platz 3, ist doch okay. So, weiter. Alles klar. Dann war's das mit Part 6.